Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2. Ich habe mir überlegt, bevor ich in die Kampagne starte, würde ich ganz gerne nochmal mich ein bisschen im Arcade-Bereich umschauen und mir vielleicht mal das ein oder andere Solo-Kampf-Szenario ansehen. Und dann starten wir irgendwann demnächst in die Kampagne. Das hat ja Zeit, ich bin sowieso so weit hinter allen, die schon irgendwie von Anfang an das Spiel spielen. Da macht es überhaupt keinen Unterschied. Also, okay, wir können hier schon wählen zwischen heller Seite und dunkler Seite. Wir fangen mal mit der dunklen Seite an. Ah ja, okay, wir können bisher nur ein einziges Szenario spielen. Scheinbar kann man die nur der Reihe nach spielen. Oder muss zumindest das erste hier mal gespielt haben, um weitere freizuschalten, wie es aussieht. Okay, und das erste Szenario der dunklen Seite ist: Radiert sie aus. Das klingt doch schon mal super. Ansturm auf Ansturm auf oder in Feed auf Naboo. Darth Maul setzt die Macht der dunklen Seite ein, um die lächerliche Klonarmee der Galaktischen Republik zu vernichten. Die Zeit ist knapp, aber die Macht ist stark in diesem Sith. Säubere die Hallen des Feed-Palasts und lasse keinen Truppler am Leben. Okay, ja, wir versuchen's. Zwei verfügbare Charaktere, wenn ich das richtig sehe. Einer davon auf jeden Fall Darth Maul. Ich bin gespannt. Okay, und wir können hier auch noch ein Schwierigkeitslevel wählen, wie es aussieht. Wobei bisher erstmal nur das erste freigeschaltet ist. Level 1. Ein Stern verfügbar. 30 Eliminierungen. Startzeit 2 Minuten. Okay. Intensität niedrig. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Gegnerklassen. Gegnerschwierigkeit Anfänger. Aktive Modifikatoren, präzise Minikarte. Okay, ja, wir starten das einfach mal und schauen, was passiert. Okay, und los geht's. Ach ja, da oben sieht man übrigens, dass wir für Darth Maul schon eine, ja, so eine Sternenkarte hier gefunden haben, in einer der Kisten neulich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, können wir uns aber nochmal anschauen. Kräftiger Schub. Würgegriff schleudert den Gegner 40% weiter weg. Das war die Karte, die wir gefunden haben. Und ja, generell haben wir hier drei Fähigkeiten. Wilder Wurf. Darth Maul wirft sein Lichtschwert, das allen Gegnern Schaden zufügt, die es berührt. Alles klar. Dann auf dem rechten Bumper den Drehangriff. Darth Maul springt nach vorne und führt einen extrem schnellen Lichtschwert-Drehangriff aus. Okay. Und in der Mitte der Würgegriff, der durch die Karte noch verstärkt wird. Darth Maul setzt die Macht ein, um seine Gegner zu würgen, bevor er sie zu Boden schleudert. Gut, das sind also unsere Fähigkeiten. Und der zweite Charakter, okay, B2RP Raketendruide, den könnte man auch wählen. Ich nehme jetzt erstmal hier den, ne, den kennt man. Den nehmen wir. So, besiege 30 Soldaten der Republik. Ach, guck mal, er kann auch höher springen, habe ich das Gefühl. Und ein bisschen laufen wäre mal nicht schlecht. So, wie war das hier mit dem Werfen und... Wo sind sie denn? Ja, ich sehe sie gar nicht. Noch 2 Minuten, toll. Ah, das war der Drehangriff übrigens. Ich wollte es gar nicht, ich habe das gar nicht werfen wollen. Ich wollte eigentlich... Das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert wie... Wo denn? Da. Den würgen wir mal. Ah, okay. Und gewinnen 3 Sekunden dazu. Ah, bei jedem Kill, alles klar. Bei jedem Kill gewinnt man 3 Sekunden, wie es aussieht. Wo sind sie? Hinter mir, natürlich. Präzise Minikarte und so. Jetzt erkenne ich es auch. Ich bin so mies in sowas. Würgen! Würgen! Oh, gleich mehrere. Das geht also auch. Sehr schön. Okay, man muss ein bisschen darauf achten, dass sich die Fähigkeit wieder aufgeladen hat. Schreit. Na, komm her. Nicht abhauen. Wo sind sie? Wo sind sie? Noch 20 Sekunden, das wird doch nichts. Achso, ja, ich habe nicht darauf geachtet, dass die Fähigkeit noch nicht wieder aufgeladen war. Kann ich eigentlich sterben? Ich bin da gerade gar nicht so sicher, aber möglich ist es bestimmt, oder? Na, komm schon! So, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Hier drüben. Da. Okay. Das mit dem Werfen ist nicht ganz so... Nicht ganz so hilfreich, habe ich das Gefühl. Das ist nicht so wirklich zielgerichtet, habe ich das Gefühl.
komm schon. So, wo sind wir? Drehangriff. Habe ich irgendwas getroffen? Nee, nicht wirklich, glaube ich. Ich glaube, einfach nur mit dem Lichtschwert draufknüppeln ist schon irgendwie am präzisesten, was das Treffen angeht. Wobei, das hier gefällt mir auch. Das Würgen gefällt mir richtig gut. Das mache ich gerne. Yeah, und ich habe gewonnen irgendwie. So etwas wie Glück gibt es. Ja genau, das war kein Glück. Das war Glück. Sind wir ehrlich. Können wir es nicht. Okay, wunderbar. Ein Sieg auf meiner Liste. Sehr schön. So, was sagt uns das? Zusammenfassung der Herausforderungen. Komm auf die dunkle Seite. Alle Szenarien der dunklen Seite. Achso, das sind wahrscheinlich die diese Aufgaben, die man für den Arcade-Bereich hat. Nehme ich mal an. Ja, Belohnung. Kosmetikkiste der dunklen Seite. Okay. 1 von 8. Alle Szenarien der dunklen Seite abschließen. Da gibt es nur 8 Stück. Okay. Schwerer Schaden. 2500 Schaden verursachen. Okay. In Arcade 500 Gegner besiegen. In Arcade 1000 Gegner besiegen. Oh nein. Hey, das wollte ich gar nicht. Ich habe gar nichts gedrückt. Das ist automatisch wieder zurückgegangen. Na gut, okay. Das waren auf jeden Fall so ein paar Fortschritte in verschiedenen Aufgaben. Und jetzt haben wir das nächste Szenario freigeschaltet. Grenzenlose Macht. Ich wollte aber gerne nochmal kurz schauen. Ah, okay. Jetzt kann ich auch Level 2 wählen. Was hat sich da verändert? Die Startzeit ist bei 1 Minute nur noch. Die Intensität ist mittel, wobei ich nicht weiß, was das heißt. Gegner sind normal. Und es sind 2 Gegnerklassen weniger im Spiel. Und die aktiven Modifikatoren ist wieder die präzise Minikarte und schnelle Fähigkeitenaufladung. Oh, das ist cool. Ja, versuche ich das direkt nochmal. Ich würde gerne mal mit dem anderen Kollegen da spielen, mit dem Roboter. Ich versuche das mal, wobei das wahrscheinlich nicht clever ist, den jetzt auf dem schwierigeren Level zu starten. So, höhere Schwierigkeit. Dafür würde ich aber den anderen Charakter mal nehmen wollen. So, was hat der denn für... Kann ich da nicht die Fähigkeiten irgendwie genauer sehen? Nee, konnte ich jetzt nicht. Verdammt. Das war jetzt dumm. Okay, versuchen wir es einfach mal. Ich werde schon rausfinden, was der für Fähigkeiten hat. Achso, die Zeit läuft erst, wenn ich den ersten getötet habe, oder was? Ja, sieht so aus, tatsächlich. Okay, was haben wir hier? Wir haben, ja, auch einen Jetpack quasi. Oh ja, ausweichen per Jetpack. Ich sehe schon. Bin ich tot? Oh! Es ist tatsächlich möglich zu sterben, auch in den Arcade-Szenarien. Alles klar. Gut. Weiß ich das auch. Schön. Läuft die Zeit weiter? Nee. Ich wollte eigentlich... Normalerweise sehe ich doch die Fähigkeiten. Ach, da sehe ich sie. So, so. Ich muss erst auf Karten ausrüsten gehen, selbst wenn ich keine Karten habe. Und jetzt kann ich mir die Fähigkeiten anschauen. Okay, also Jetpack Boost. Setzt die Schubdüsen ein. Achso, das ist genau wie bei dem Jetpack Lufttruppler. Genau. Steht auch da, um den Lufttruppler nach oben zu tragen. Okay, dann haben wir in der Mitte Handgelenksrakete. Extrem schnelle Antipersonenraketen, die bei Kontakt mit einem beliebigen Objekt explodieren. Und rechts haben wir den Jetpack Sprint. Der Lufttruppler justiert mit Jetpack Sprint seine Schubdüsen, um nach vorn zu sprinten. Ah ja, genau, das war bei dem anderen Lufttruppler auch genauso. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Beziehungsweise weiter, die Zeit läuft ja weiter. Immer noch das gleiche Szenario. Ich könnte übrigens, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe... So, das war, Habe ich die gerade mal geschossen, hier die? Nee, ich habe die nur geladen, oder was? In der Mitte? Das war mir jetzt gerade selbst nicht so ganz klar, was ich getan habe. Denn ich glaube, als ich beide Bumper ge... Ach komm, was ist los mit dem Roboter? Dieser Druide ist ja mal echt schmächtig, möchte man sagen. Ich könnte jetzt tatsächlich hier mitten im Szenario den Charakter wechseln, möchte ich aber nicht. Ich möchte schon weiter versuchen, mit dem Kollegen hier vorwärts zu kommen, aber ich glaube, da habe ich schlechte Chancen. Naja, ich bin dickköpfig, ich versuche es trotzdem. Ups, ups, das wollte ich gar nicht. Da war mein Finger zu leichtfertig am Bumper. So, wie war das jetzt mit der... Jetzt habe ich sie aber abgeschossen, ja doch. Jetzt habe ich diese Handgelenksrakete mal benutzt. Komm schon, lass mich ausweichen. Ich
ziele einfach zu mies. Ich komme zu dem Schluss, dass ich einfach zu mies ziele. Es fällt mir einfacher, mit einem Lichtschwert rumzuwirbeln. Da muss man nicht so genau zielen. Das ist ja echt eine miese Runde gerade. Jetzt muss ich in 21 Sekunden noch 22 Leute töten. Das können wir uns selbst ausrechnen, dass das nichts wird. Also das hier ist nicht so mein Fall, der Roboter hier. Mann, ey! Das ist ja eine miese Nummer. Na gut, okay, erleben wir auch direkt mal eine Niederlage im Arcade-Modus. Das muss ja auch sein, das gehört auch dazu. Im besten Fall gibt es dafür auch noch irgendwie einen Erfolg oder so. So, erstmal wieder einen Abstand zwischen uns bringen. Ja. Schade. Separatisten, Niederlage, Zeit abgelaufen. Och Mann. Aber hey, es gibt trotzdem ein paar Punkte und ein paar Credits. Genau wie übrigens in der Online-Schlacht, die eine, die ich schon gespielt habe. Ich glaube, da hat es jedes Mal Punkte gegeben, selbst wenn man abgeschossen wurde. Also wenn man zum Opfer wurde, hat man trotzdem Punkte bekommen, sodass auch Leute wie ich ab und zu dann doch mal ein paar Punkte zusammenkriegen. Finde ich ganz gut. Okay, zurück zum Menü. Achso, hier haben wir nochmal... Ja, da hat sich wahrscheinlich nicht so viel getan. Topfit. 2500 Gegner besiegen. Ja, da sind noch nicht so viele zusammengekommen, glaube ich. 1000 Kopfschüsse. Bis jetzt habe ich 10. Wow. In beiden Spielen zusammen, wohlgemerkt. Nehme ich mal schwer an. 250 Gegner mit Spezialist-Truppler besiegen. Ich wollte gerade sagen, mit dem habe ich noch gar nicht gespielt. Daher steht das nach wie vor bei 0. Okay. Gut, damit hätten wir uns das erste Szenario mal angeschaut. Die Schwierigkeiten gehe ich dann später vielleicht nochmal durch, wenn ich ein bisschen fitter bin hier. Also wahrscheinlich nie. So, grenzenlose Macht. Teamkampf, der große Tempel auf Yavin 4. Imperator Palpatine und Lord Vader haben sich einem Angriff auf Yavin 4 angeschlossen. Übe Vergeltung an dem unverschämten Rebellenabschaum, der es gewagt hat, den Todesstern anzugreifen. Ihre Tempelbasis wird ihr Grab werden. Verfügbare Charaktere natürlich der Imperator Palpatine und Lord Vader. Ich bin gespannt. So, da natürlich Level 1. Verfügbare Truppen 50. Teamgrößen 8 gegen 8. Okay, das ist eine ganz andere Art von Szenario auf jeden Fall. Alle Gegnerklassen und Schwierigkeit Anfänger, keine aktiven Modifikatoren. Und da sind wir. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Darth Vader und dann schauen wir mal gerade, was er für Fähigkeiten hat. Da haben wir auch den Lichtschwertwurf, wirft sein Lichtschwert und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu. Das kennen wir schon von Darth Maul. Dann haben wir den Würgegriff, ebenso schon erlebt. Und fokussierte Wut in der Mitte. Darth Vader kanalisiert die dunkle Seite der Macht und bündelt seinen Zorn. Seine Nahkampfangriffe kosten keine Ausdauer und verursachen Bonusschaden. Ha, ich habe Ausdauer? Cool, gut zu wissen. Habe ich noch nicht gemerkt. Aber okay, Darth Vader, Yavin 4. Ah ja, okay. Völlig anderes Prinzip hier. Oben sehen wir die 50... Soldaten, die beide Seiten zur Verfügung haben. So, erstmal ein bisschen mit dem Lichtschwert, alles klar. Das haben wir jetzt schon erlebt. Ist das die Ausdauer in der Mitte? Wo ist denn meine Ausdauer? Ich weiß das gar nicht so genau gerade. Oder ist das... Nee, das da unten ist es nicht. Oh, hier müssen wir runter. Sieht so aus. So, was haben wir... Oh, wo? Hier. Okay, das war ein bisschen spät. Dann werfen wir mal... Oh, der Wurf ist viel besser. Der Wurf ist viel besser als bei Darth Maul, finde ich. Man trifft damit viel besser. Und in der Mitte... So. Haben wir hier die Raserei und Wut. Wobei ich jetzt noch nicht entdeckt habe, wo meine Ausdauer ist. Es sei denn, das ist der rote Kreis, der immer mal wieder in der Mitte auftaucht. Oh, zurück in die Schlacht. Verdammt. Hier ist das Schlachtfeld zu Ende. Okay. Habe ich nicht gesehen. Sorry. So, wer schießt denn da auf mich? Von wo? Und wie überhaupt? Und so weiter. Wo sind die denn? Wieder da unten hier in den Tunneln, so wie es aussieht. Hierher, Leute.
Was haben die denn für ulkige Namen? Das sind aber... Nee, das sind keine anderen Spieler, auf gar keinen Fall. Kann ich hier lang? Ja, wahrscheinlich. Kann ich das kaputt machen? Nee, das kann ich nicht. Achso, hier geht's gar nicht wirklich... Gar nicht wirklich irgendwo hin. Schade. Oder? Doch, hey, wo sind die hergekommen? Hallo? Oder haben die hier einen Spawnpunkt? Wo seid ihr denn hergekommen jetzt? Haben die hier irgendwelche Geheimgänge oder habe ich irgendwas übersehen? Sind die... Ach, die sind von hier oben gekommen. Ah, alles klar. Da oben ist eine Öffnung. Da sind die rausgekommen. Beziehungsweise runtergekommen. Da explodiert was. Okay, okay, okay. Unser Feind entzieht sich uns. Nein, tut er nicht. Kommt mal her. So, wir nehmen das nochmal. Und haben jetzt hier keine Ausdauer, keinen Ausdauerverlust quasi. Wobei ich, wie gesagt, noch nicht festgestellt habe, wie das ist mit der Ausdauer. So, ich würde gerne nochmal den Würgegriff hier machen irgendwo. Wo seid ihr alle, Leute? Da. Zack, den habe ich schon mal erwischt. Und dann habe ich keine Energie mehr. Beziehungsweise muss warten, bis sich die Fähigkeit wieder auflädt. Aber an für sich sieht es gut aus für uns gerade. So, da kommt der nächste angelaufen. Zack, da hinten ist noch einer. Komm her. Kann ich nicht, ich kann aber nicht... ach doch, so ging das. Genau, ich kann das doch zurückwerfen hier, das Feuer. Komm du mal her. Lass das sein. So, da hinten liefen noch welche. Zack, das war der. Und hier kommen noch ein paar. Na, das sollte doch dann reichen. Zack, zack. Und einer fehlt uns noch. Wo ist er? Die gucken alle so in die Richtung da hinten. Dann wird er da wohl irgendwo sein. Noch ein Kill. Wo ist er? Wo ist er? Ah, schon erledigt. Okay. Das war's. Sieg. Galaktisches Imperium. Sehr schön. Und wieder ein paar Credits. Naja, 100. Aber immerhin. Und Level 1 abgeschlossen. Alles klar. Wieder ein paar Fortschritte gemacht hier. Ja, mit der Zeit wird sich das wahrscheinlich auch mehr oder weniger von alleine erledigen. Gerade so die, hier töte so und so viele und mach so und so viel Schaden. Das ist ja eine Sache, die sich nach und nach erledigt. Auch wenn ich keine großen Fortschritte dabei mache, aber es kommt immer mal wieder so ein Punkt Fortschritt dazu. Okay, jetzt würde ich mir ganz gerne das Szenario auch nochmal schnell mit dem Imperator anschauen. Einfach damit wir das dann auch irgendwie zusammenhängend haben. Ja, ich gehe mal auf Level 2, auch wenn ich nicht glaube, dass das eine gute Idee ist. Verfügbare Truppen sind jetzt 75 im Vergleich zu 50 vorher. Immer noch 8 gegen 8. Es gibt nur noch eine Gegnerklasse, wobei ich gerade nicht sagen kann, welche das ist. Ist das schwer? Ich glaube, das zweite war immer schwer. Aber ich bin mir nicht sicher. Gegnerschwierigkeit ist normal und es gibt aktive Modifikatoren und zwar schnelle Fähigkeitenaufladung und schwache KI. Okay. So, und diesmal wollte ich sagen, schauen wir uns den Imperator an, aber irgendwie muss ich tatsächlich jetzt erst wieder mit normalen Trupplern spielen. Okay, das ist ein bisschen schade. Ich dachte, das Szenario sei ansonsten gleich und ich könnte direkt den Imperator nehmen. Dem ist leider nicht so. Gut, dann spielen wir erstmal... Ah ja, das ist tatsächlich schwer übrigens, das Viereck mit den drei Strichen drin, das Quadrat mit den drei Strichen. Schwer, das sind Offiziere, Spezialisten oder Scharfschützen, wie es aussieht. Und der normale Angriff. Ich bleibe erstmal beim normalen Angriff, wir werden bestimmt alles noch nach und nach kennenlernen. Aber solange ich mit dem noch nicht mal zurechtkomme, brauche ich mit den anderen gar nicht erst anfangen, glaube ich. Ja, also, wir fangen mit dem normalen Truppler hier an und ich hoffe, dass ich irgendwie dazu komme, noch den Imperator zu spielen. Weiß ich aber nicht, ob ich die Punkte zusammenkriege. Schauen wir mal. So, wo müssen wir hin? Wo sind die Kollegen? Granate, komm! Ups! Warum ist mein Finger so empfindlich da an dem Bumper? Das wollte ich gar nicht. Das hatte ich eben schon mal. Ich habe den eben schon mal ausgelöst, ohne dass ich es wollte eigentlich. Hinter mir. Natürlich, hinter mir. Natürlich. Was? Blöde Frage. Klar. Wenn ich nicht weiß, wo der Gegner ist, dann ist er hinter mir. Gar keine Frage. So. Naja, es hat auch schon andere erwischt. Immerhin. Aber das sind ja nur KIs.
Na! Kann das sein, dass ich die ganze Zeit daneben schieße? Das ist doch unglaublich. Irgendwie kam ich mit dem Stick nicht hinterher. Hab ich das Gefühl. Mann! Wie kann man so mies spielen? Das ist echt unglaublich. Ich habe auch das Gefühl, dass ich sogar noch schlechter bin als in Battlefront 1. Und in Battlefront 1 war ich schon schlecht. Aber ich glaube, ich muss auch die, ich muss die Stick-Empfindlichkeit, glaube ich, zum nächsten Mal mal ein bisschen höher stellen. Denn ich habe das Gefühl, dass ich gerade unglaublich langsam ziele. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl bis jetzt noch gar nicht hatte. Also in den letzten Szenarien, die ich so gespielt habe. Aber jetzt gerade hier mit diesem Angriffstruppler habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Zielen gar nicht... Ah, hier ist schon wieder Ende. Verdammt. Der wollte doch gerade auch in die Richtung laufen. Ich wollte dem nur hinterherlatschen. Sag mir doch einer, dass hier das Spielfeld zu Ende ist. Ja, so viel dazu. Also die Punkte, um mit Palpatine zu spielen, werde ich wohl nicht erreichen. Wo ist der andere? Ich nehme jetzt mal hier die... Ah, das ist tatsächlich so eine Art Schrotflinte hier, die ich in der Mitte habe. Toll. Mann, Gegner beschädigt. Super. Es gibt Punkte dafür, dass ich Gegner beschädige. Okay, also in der Mitte ist so eine Art Schrotflinte. Bei dem Angriffstruppler hier. Jetzt muss ich nur rausfinden, was das rechts ist. So, Jungs, wo seid ihr? Und ich bin sehr unzufrieden damit, wie man ausweichen kann. Nämlich quasi gar nicht. Habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht ausweichen. Oder mal zur Seite springen oder sowas. Ups, Gegner? Ja, Gegner. Gibt es einen Nahkampfangriff? Gibt es auch nicht, dass ich dem einfach mal hier das, ne, den Blaster in die Fresse hauen kann? Hätte ich fast gesagt. Gab es nicht sowas auch mal ursprünglich? Oh Mann, bin ich mies. Ja, ist vielleicht besser, dass ich mich noch nicht an die Kampagne gewagt habe. So, werfen wir nochmal hier so eine Granate. Und ich kann überhaupt nicht irgendwie zur Seite springen oder so. So eine Hechtrolle zur Seite wäre mal was. Ah, okay, hier auf dem rechten... Wenn ich auf den rechten Stick drauf drücke, dann gibt es tatsächlich einen Nahkampfangriff. Aber hier ausweichen. Keine Möglichkeit. Ja, natürlich. Damit bin ich ein bisschen unzufrieden. Mit den Fähigkeiten, mal irgendwie einen Hechtsprung zu machen. Oh, aber ich habe scheinbar genug Punkte zusammen. Dann möchte ich mal gerade schnell schauen, was der Imperator hier für Fähigkeiten hat. Ah, cool. Das hält auch das sonstige Spielgeschehen an. Finde ich gut. Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass wir Elektroschock verwenden können. Also Blitze schießen, das kennt man vom Imperator. Macht Gegner vor sich mit einem Stromstoß bewegungsunfähig, alles klar. Auf der anderen Seite haben wir den Kettenblitz, den kennen wir auch schon aus dem letzten Teil. Entfesselt einen Blitz, der ein Ziel trifft und auf weitere Ziele in dessen Nähe überspringt, genau. Und in der Mitte haben wir dunkle Aura. Imperator Palpatine lädt seine Umgebung mit Machtenergie auf, um Gegnern in der Nähe Schaden zuzufügen und ihre Bewegungen zu verlangsamen. Okay, das ist quasi, ja, eine passive Sache eigentlich eher. Die ich aber aktiv auslösen muss. Naja, schauen wir mal. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr, um den Imperator gut kennenzulernen, aber wir schauen uns das mal an. So, wo sind die Gegner? Ich möchte ein paar Blitze schießen. Da hinten habe ich doch gerade welche gesehen. Achso, wir machen erstmal das in der Mitte. Schon mal so prinzipiell. Hallo! Okay, das war grandios. Wow. Der Wahnsinn. Ich hatte diese komische dunkle Aura in der Mitte ausgewählt. Ja, jetzt habe ich wieder nicht genug Punkte. Wunderbar. Das war ja ein grandioser Auftritt des Imperators. Der Wahnsinn. Also ich bin für Online-Spiele schon mal nicht geeignet. Da wird mich jeder hassen, der mit mir in einem Team spielen muss. Ich bleibe besser hier bei den Arcade-Gedönsen und vielleicht spiele ich die Kampagne mal. Wenn ich die dann irgendwann mal schaffen sollte, dann kann ich darüber nachdenken, nochmal einer Online-Partie beizutreten. Aber im Moment sehe ich mich da noch nicht. Online-Spiele sind ein grausames Schlachtfeld. Dafür bin ich, glaube ich, nicht geeignet. Okay, komm, noch einmal. Noch 20 Truppler.
Ja, aber auch nur noch 9 von denen. Ich habe ja die Hoffnung, dass das irgendwie... Kann ich nicht hier unten rein? Ist da jemand zufällig? Nee, natürlich nicht. War ja klar. Oh, verdammt, hier ist schon wieder... Warum ist hier schon wieder... schon wieder das Schlachtfeld zu Ende. Gibt's doch nicht. Beim letzten Mal war hier noch nicht Ende. Oder war das... Ja, das war der Kanal da drüben. Ach komm, wenigstens einen möchte ich noch töten. Okay. Ich bin zufrieden. Ziel doch mal richtig, Junge. Ich komme tatsächlich gerade mit dem Stick nicht hinterher. Ah, okay. Hat das jetzt was gebracht, dass ich den gelben Bereich getroffen habe? Ich weiß es nicht. Wenn sich die Waffe so... Wenn die überhitzt hat, dann gibt es da irgendwie so bunte Balken. Und wenn ich den gelben Bereich treffe, ist es, glaube ich, besser, als wenn ich einen roten Bereich treffe. Obwohl ich da bisher noch nicht drauf geachtet habe, was ich treffe. Gut, wir haben einen Sieg errungen. Auch wenn der sehr, nicht sehr überzeugend war eigentlich. Aber immerhin, ein Sieg. Und ich glaube, das war schon die Schwierigkeit 2. Also, yay. Ich mache mich langsam. Sehr langsam und rückwärts. Aber immerhin. Die Macht ist mit mir. 3 Sterne in allen Kampfszenarien. Ja, genau, vergessen wir das. Schaden verursachen, das kann ich. 250 Gegner mit dem Angriffstruppler besiegen. Wenn ich lange genug mit dem spiele, wird vielleicht auch das irgendwann etwas. Gut, ich würde sagen, belassen wir es dabei für diese Folge. In der nächsten Folge würde ich mir dann wahrscheinlich mal die ersten Szenarien der hellen Seite anschauen. Und dann sehen wir einfach weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage Tschüss, macht's gut und bis dann.